Dann fang du an. Fang ich an. Hallo liebe Sportfunkfreunde, aus gegebenem Anlass, da sind wir heute mal online zu Gast bei Skype. Und bei mir ist heute natürlich mein lieber Martin zu Gast. Und Martin, wir haben noch uns jemanden zugeschaltet. Ja, und zwar ist das Tom Müller, unser Außenreporter. Der eine oder andere wird ihn kennen. Er ist jetzt mehr ein Innenreporter, denn er ist in Österreich und dort gibt es schon eine Ausgangssperre. Tom, seit wann bist du quasi zu Hause fest? Ich bin fest zu Hause seit dem 15. März abends. Und wie lange läuft wie nennt man das, Quarantäne? Nee. Also Ausgangssperre. Ist das eine totale Ausgangssperre bei dir oder wie jetzt gerade in Bayern aus gegebenem Anlass, deswegen machen wir das ja, ist das nur eine teilweise Ausgangssperre oder ist richtig alles weg? Also bei uns ist es jetzt mittlerweile so, wir hatten am 15. die Ausgangssperre wie jetzt in Bayern, aber seit dem 17. März sind wir jetzt in ganz Tirol, also 279 Gemeinden, unter Quarantäne gestellt. Das heißt, du darfst gar nicht mehr raus, oder wie? Wir dürfen unsere Gemeinden nicht mehr verlassen. Das heißt, wir sollten uns laut Landeshauptmann Platter gern alle zu Hause aufhalten. Wir dürfen gern eine Runde spazieren gehen, aber nur mit der Person, mit der wir in einem Haushalt leben. Beziehungsweise am besten gar nicht rausgehen. Wir dürfen Besorgungen machen in die Lebensmittelmärkte. Wir dürfen gern nochmal zur Bank fahren, aber mehr auch nicht. Wir dürfen das auch theoretisch nur in unserer Gemeinde machen, aber das ist auf unserem Plateau immer etwas schwierig. Na, man spricht ja oft davon, dass es irgendwelche Ausgangsscheine oder Passierscheine gibt, jetzt wie in Italien oder sowas. Ist das bei euch der Fall? Also ich habe es ja bei mir im Haushalt. Meine Frau möchte gern zu ihrem Vater nach Ungarn. Und sie muss jetzt beim Bundesministerium in Österreich einen Antrag stellen. Und ob der genehmigt wird, weiß ich nicht. Aber das entscheidet sich dann immer nach einer kurzen Zeit, nach 3, 4, 5 Stunden, ob sie ausreisen darf oder nicht. Okay, aber für den Ablauf, wie sieht denn so dein Tagesablauf aus? Wenn es eben heißt, viele sind ja auch hier verunsichert, was passiert denn, wenn ich jetzt zu Hause bleiben muss, darf ich dann gar nicht mehr raus oder so? Das heißt, du kannst noch einkaufen gehen, du kannst zur Bank gehen. Und also du bist nicht zu Hause festgesetzt. Du sollst eben draußen nur nicht auf irgendwelchen Spielplätzen turnen oder so. Du sollst große Ansammlungen von Menschenmassen vermeiden, was total richtig ist, weil die Ausbreitung von Corona wirklich sehr schnell gehen kann. Wir hatten in den letzten Tagen meist auf einmal von dem einen Tag zum anderen Tag 50 neue Fälle. Und das ist meist sehr schwierig, das Ganze durchzusetzen, weil auch viele sich nicht an diese Quarantäne bzw. Ausgangssperre halten. Und nach wie vor noch nicht, oder? Nach wie vor noch nicht. Wir hatten alleine in Wien waren gestern 500 neue Anzeigen gekommen. In Tirol waren es 100. Also das ist eine Sache, wo sich einige halt noch nicht im Klaren sind, dass das, was sie machen, wirklich gefährlich ist für, nicht nur für sie, sondern auch für alle ringsrum. Und wie wird das geahndet? Nehmen wir mal an, du bist jetzt draußen erwischt. Musst du dann sagen, ich will gerade zum Supermarkt oder musst du sagen, ich will nochmal frische Luft schnappen? Oder was passiert, wenn du quasi ungerechtfertigt draußen erwischt wirst? Wenn du ungerechtfertigt draußen erwischt wirst und es nachweisbar ist, was es ja in den meisten Fällen dann auch ist, kann es bis zu einer Geldstrafe von 3.600 Euro bis sich belaufen, dass du aufhältst. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe jetzt eine Stunde wandern oder 2 Stunden wandern und du wirst dabei erwischt, wie du mit einem Rucksack einen Berg hoch, einen Berg runter marschierst, dann kann das dich bis zu 3.600 Euro kosten. Halleluja. Und wie sieht also so ein Tagesablauf aus bei dir? Also ich meine, das ist ja schon eine ganze Weile und wird auch noch eine Weile gehen. Bis wann geht die Ausgangssperre? Unsere Ausgangssperre wurde jetzt heute erweitert bis zum 23. April. Ha, Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Guck mal, was heute bei uns in Deutschland war, bei uns spricht man erstmal von 14 Tagen. Also wissen wir unter Umständen, was doch tatsächlich auf uns zukommt. Ne? Martin hat es ja gerade schon gefragt, was machst du den ganzen Tag? Wie beginnst du deinen Tag eigentlich? Ich kann endlich mal meinen Tagesablauf richtig schön koordinieren. Das heißt, ich werde früh aufstehen, ich frühstücke, dann mache ich ein bisschen Haushalt, dann unternehme ich was mit meiner Freundin. Vielleicht, also Unternehmen, wir gehen spazieren oder gehen eine Runde joggen, damit wir überhaupt ein bisschen fit bleiben. Dann wird ein bisschen Hausarbeit gemacht, dann werden Sachen gemacht, die halt monatelang auf der Strecke blieben. Wie, was denn zum Beispiel? Sex? Was ist das?
Naja, aber gut, ich sag mal, wenn du sagst, du machst Hausarbeit oder so, irgendwann nach 3-4 Tagen ist die Bude doch sauber oder seid ihr so versaut, dass die immer wieder schmutzig wird? Das ist eine sehr intime Frage, Herr Hoch. Es ist ein intimes aber berechtigt, Format hier. Aber berechtigt, ein sehr intimes aber berechtigt. Format hier. Nein, also wenn irgendwann alles erledigt ist, wir machen ja jeden Tag nicht alles, wir machen immer nur ein Stück, sodass ich das auch die ganze Zeit noch aufschieben kann. Heute auch clever. Schatz, du musst heute mal Staub wischen. So, den Rest mache ich morgen. Ja, genau, richtig. Ja. Oder guck mal, die Haare müssen weg. Ne? Eins habe ich schon. Was da? Spinnweben, hör auf mit Spinnweben. Spinnweben also, du hast quasi keine Langeweile, oder? Nö. Weil, Okay. Wenn ich Langeweile habe, da gibt es Gott sei Dank noch das öffentlich-rechtliche Fernsehen, beziehungsweise das Mediaformat Fernsehen. Also, ich kann jetzt mittlerweile Baywatch mit auswendig sprechen. Okay, sehr gut. Ja, ich überlege mir auch, dass ich mir vielleicht für den Sommer so einen schönen roten Badeanzug kaufe, weil wenn du Passt die ganze Zeit in der Höhle bist, ja, du isst viel, du kommst natürlich auch wieder zu einer Figur. Also ich habe vielleicht bald mehr Oberweite als Pamela Anderson, aber ich möchte da noch nicht zu viel verraten. Ja, das glaube ich dir. Apropos in Deutschland, also ich habe es wirklich seit 3 Tagen, ich habe es mit Martin gestern Nacht noch telefoniert, gesprochen und habe ihm gesagt, dass ich seit 3 Tagen echt versucht habe, Küchenrollen zu bekommen, ne? Weil ich wirklich keine zu Hause, also ich habe bloß noch eine halbe, habe es wirklich versucht, ich habe keine Küchenrollen bekommen. Ja? Bitte? Hast du geteilt, damit du Toilettenpapier hast, hast du die Küchenrolle geteilt, oder? Nee, Toilettenpapier hatte ich glücklicherweise schon vor ein paar Wochen mal geholt, ja, und deswegen verstehe ich überhaupt nicht, warum die 20 Packungen kaufen, die haben echt eine Meise. Aber wie ist denn das bei euch? Gab es bei euch auch Hamsterkäufe? Natürlich gab es bei uns auch Hamsterkäufe, die aber total sinnlos sind, weil es haben Lebensmittelgeschäfte sowie Drogeriemärkte offen und du kommst an Toilettenpapier, du kommst an Feuchttücher, du kommst an alles ran, auch an Mehl, Zucker, Konserven, du musst nicht tonnenweise horten. Das bringt ja. Ist sehr beruhigend. Also wenn ich mich jetzt noch auf den Weg mache nach Österreich, kann ich vielleicht dort nochmal Toilettenpapier und Mehl und Nudeln holen, meinst du? Könntest du machen. Dabei müsstest du aber bitte entweder den Grenzübergang bei Burghausen nutzen, beziehungsweise den in Füssen, weil das sind die einzigen, die noch so weit offen sind zu Deutschland, dass du da ein- und ausreisen darfst. Gibt es noch keine so Schlangen wie Richtung Polen auf der A14, wo sie kilometerweit standen und dann haben sie irgendwie gemerkt, scheiße, die stehen ja alle jahrelang jetzt, wenn wir so weitermachen, und dann haben sie doch alle durchgewunken, so nach dem Motto. Ganz kurz noch zu deiner Situation. Du bist ja in Seefeld. Seefeld liegt auf einem Plateau ziemlich weit oben, ist ohnehin relativ abgeschirmt. Du könntest jetzt quasi, sagen wir mal, die Sache geht noch ein paar Wochen, du könntest auch gar nicht groß raus, oder? Du bist ja in Seefeld ohnehin festgesetzt. Wir sind in Seefeld sowieso festgesetzt, beziehungsweise in Reit. Und es ist einfach so, du kannst nicht raus, die meisten bleiben zu Hause. Du siehst kaum ein Auto, kaum einen Menschen auf der Straße. Die Leute beschweren sich selber, wenn sie irgendjemanden mit Rucksack sehen. Oh, ihr sollt nicht rausgehen, ihr Idioten. Aber das finde ich zum Beispiel gut. Und da merkt man unter Umständen, dass das schon sehr, sehr gut ist, dass die Leute noch gar nicht verlernt haben, aufeinander aufzupassen. Also ich glaube, dieses eigene Reinigen, das passt schon. Jetzt hat gerade heute, gab es auch die Bekanntgabe, dass Amazon und Netflix, also diese Online-Streaming-Anbieter, die Datenraten runter reduzieren. Und im Internet habe ich heute auch noch einen Bericht gesehen, wird es auch immer schwieriger, weil ja plötzlich alle, so wie wir jetzt gerade, hier skypen oder irgendwo Internet nutzen. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr auch so Problematiken mit Internet? Also Internet funktioniert einwandfrei. Hut ab, klopfen mal auf Holz, dass es so bleibt. Netflix funktioniert wunderbar, auch mit gedrosselter Rate. Die meisten haben Angst, dass Netflix irgendwann zusammenbricht, weil sie alle kein Fernsehen mehr gucken wollen, sondern Netflix. Was ich auch zeitweise verstehe. Vielleicht könnte man jetzt so Hamsterkäufe bei Netflix machen und genau, ihr Videos runterladen. Du wirst lachen. Ich habe es heute echt gemacht bei Amazon. Ohne Scheiß. Ich habe 3 Filme, die ich die ganze Zeit gucken wollte, es nie geschafft habe. Und die habe ich in die Watchlist reingemacht und habe mir vorhin gedacht, komm, ich lade die nochmal schnell runter, bevor da wirklich nichts mehr geht. Das ist krass, eigentlich irre. Eigentlich bekloppt. Sehr clever.
Ja, so sind wir halt, so sind die Menschen. Na gut, halt. Aber mach mal keine große Panik. Wir wollten eigentlich auch Tom mal dazuschalten, damit er uns mal sagt, ist alles nicht so schlimm. Eine Ausgangssperre heißt nicht, dass man jetzt für immer zu Hause festsitzt. Man kann weiter einkaufen gehen, man darf weiter mit der Freundin rummachen und man darf weiter online sich mitteilen. Das heißt, wir werden uns sicherlich bald wieder bei dir melden, Tom, und mal hören und abgleichen, wie so die Unterschiede zwischen der österreichischen Ausgangssperre und der deutschen Ausgangssperre sind. Genau. Naja, Tom, schön, dass du mit dabei warst wieder und wir freuen uns, dich bald wieder zu sehen. Fiert die, oder wie man so schön sagt, ne? Oder wie sagt man bei euch? Fiert euch. Ja. Gesundheit. In dem Sinne, tschüss, liebe Zuschauer. Tschüss, Tom. Tschüss, Martin. Ciao. Gut, ihr Lieben. Ciao dabei.